gesichert, spielt mehr als nur mit. Wieder Geier. Källström spektakulär, insistiert, Rave, Tor, 1:0 für die Grasshoppers. Nach 19 Minuten wird das mutige Spiel des Teams von Pierluigi Tami zum ersten Mal belohnt. Das Tor allerdings irregulär. Rave beim Zuspiel von Källström im Abseits. Es hätte nicht zählen dürfen. Auf der anderen Seite Freistoß Kim Källström. Watzlik und dann flippert der Ball hin und her. Beine, Pfosten, Tor! 0:2, 25. Minute. Gajo war als letzter GC-Spieler am Ball, aber die Kugel über die Linie buxiert Marek Suchy mit dem Knie. Die letzten 10 Spiele in Basel hat GC nicht gewonnen. Jetzt ist man auf bestem Weg zum ersten Sieg im St. Basel nun spielbestimmend. Schiedsrichter Amhof steht Suchy noch kurz im Weg, hemmt den Angriffsschwung aber nicht. Safari, Galla, Anschlusstreffer. 62. Minute, Basel ist wieder dran. Kurzer Kontrollblick, das Tor zählt. Zu Recht. Kein Abseits, weder von Safari noch von Galla. Davide Galla mit seinem dritten Tor in der laufenden Meisterschaft. Zu spielen, Freistoß Zuffi. El Neni. Pfosten. Galla, Vasic, Embolo, drin, der Ausgleich. Basel hat sich zurückgekämpft. Dieses Tor, ein Tor von Wille und Entschlossenheit. Und am Schluss steht Embolo da, wo eine Sturmspitze halt stehen muss. Urs Fischer erlebt den Ausgleich so. Noch 10 Minuten zu spielen. Die GC-Sturmspitze Munas Dabur gegen Suchy. Und Akanji kommt doch zum Abschluss. Pfosten, doch noch drin. GC wieder in Führung. Ja, dieses Spiel hat wirklich alles zu bieten. Klasse gemacht von Munas Dabur. Präziser geht's nicht. Sein 10. Meisterschaftstor erschließt damit zum heute gesperrten Marc Janko auf.